rot-weiße Absperrungen, gelbe Fahrbahnmarkierungen. Es tut sich was in Echternacher Brück. Am Knotenpunkt von B257, B418 und L1 wird ein Kreisverkehr gebaut. Dazu sind seit ein paar Tagen schon Bagger und Walze im Einsatz. Es handelt sich hier um ein Gemeinschaftsprojekt der Bundes- und der Landesstraßenbauverwaltung gemeinsam mit der Gemeinde Echternacher Brück. Wir wollen die Verkehrssicherheit verbessern. Außerdem entstehen an der ehemaligen Zollstelle neue Mitfahrparkplätze. 90 werden es insgesamt sein. Mitfahrer sollen in Zukunft die Gelegenheit haben, wenn sie ihr Auto abgestellt haben, an einer Überquerungshilfe sicher die Straßenseite zu wechseln und an einer neuen Bushaltestelle sicher in den Bus einzusteigen. Das Projekt wird 1,5 Millionen Euro kosten und ist damit eines der größten im Gebiet des LBM Gerolstein. Das meiste davon zahlt der Bund. Die Gemeinde Echternacher Brück ist ebenfalls an den Kosten beteiligt. Für sie hat das Bauprojekt eine große Bedeutung. Ja, für uns ist also diese Maßnahme aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen kriegen wir einen sehr attraktiven Ortseingang für Echternacher Brück. Wir verbinden aber damit auch eine Optimierung der innerörtlichen Verkehrslage. Wir haben eine entspannte Ausfahrtssituation dadurch auf die L1, die bisher immer ein bisschen problematisch gewesen ist. Bis Ende des Jahres soll der Kreisverkehr fertig sein. Die Parkplätze werden voraussichtlich erstmals im Frühjahr genutzt werden können.